Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Viva 2 in der Kampagne. Ich wollte gerade sagen, lange ist es her, das ist aber komplett dusselig, weil aus eurer Sicht kam das letzte Video vor 3 Tagen, glaube ich. Ich kenne meinen Upload-Plan nicht gut genug, um das zu wissen. Egal, wir gehen rein. Das 20. Jahrhundert ist angebrochen. Die europäischen Großmächte sind dabei, die letzten Fetzen der Weltkarte unter sich aufzuteilen. Das deutsche Kaiserreich will endlich auch einen Platz an der Sonne. Es wittert seine Chancen am Bosporus, wo der launische Sultan Abdülhamid II. Über ein riesiges Gebiet herrscht. Zeit, den Deutschen das größte Infrastrukturprojekt in ganz Kleinasien zu sichern. Alles klar. Offenkundigerweise sind wir zurzeit der Kolonisation angekommen. 1904 bis 1914. Ergibt auch irgendwo Sinn, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Das war ja auch so eins der Themen, abseits von der ganzen Sache in Österreich-Ungarn. Aber ich will jetzt hier nicht in Geschichtsstunden verrutschen. Wir gucken uns einmal ganz kurz an. Ich mag erstens das Bild. Ich will dieses Gebäude haben im Base-Game. Also, ne, abseits der Kampagne. Wir gucken uns auch ganz kurz die Bonusaufgaben an. Verborgene Schätze. Ich wette, da müssen wir wieder etwas finden. So wie der schnellste Wurm der Wüste in der letzten Mission. Salonwagen des Sultans. Und Kara Benemsi Effendi? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Okay, da bin ich sehr gespannt, was das wird. Ansonsten, man sieht schon, das ist die letzte Mission des ersten Kapitels. Und ja, es gibt 3 Kapitel in der ganzen Kampagne. Insofern sind wir erstarrt. Also ich bin, irgendwie habe ich gedacht, das Ganze zieht sich dann doch länger, als es wird. Aber ich habe mir auch schon bestätigen lassen, die Missionen werden kaum merklich länger. Dementsprechend dürfen wir so bei 4-5 Folgen pro Mission bleiben. Wir gehen einfach mal rein. Ich finde immer noch, wie ich gerade schon erwähnt habe, diese Szenerie wunderschön. Also ernsthaft, gebt mir bitte dieses Gebäude im Base-Game. Also das hier vorne, diese Baracke mit dem, das sieht aus wie so eine Baustelle halt, als wenn wohl noch nichts gebaut wurde. Aber hinten links sieht man schon die Metallstäbe, vorne rechts sieht man schon so ein bisschen Kies und Schutt. Und hier halt die ganzen Baracken, wo die Arbeiter drin wohnen, links noch ein paar Zelte, keine Ahnung, lass da die Küche drin sein. Das sieht halt aus wie eine Baustelle. Und ich finde, das Gebäude sieht irgendwie cool aus. Da war kurz ein wichtiger Schluck Wasser. Das sagenumwobene Morgenland. Das sieht auch so cool aus. Wieso ist die Map so cool? Das sieht auch so cool aus. Tausend und einer Nacht. Wieso gibt's das Gebäude? Mann, die Gebäude sehen so schön aus. Wo Milch und Honig fließen. Der See sieht genauso schön aus. Die Bagdadbahn ist der Schlüssel zum Orient. Das war schon ein Train Fever, einer meiner Lieblingsloks. Ich mag die einfach. Sie wird dem Kaiserreich Zugang zu wertvollen Ressourcen verschaffen. Finanziert wird das Bahnprojekt von der Deutschen Bank. Aus heutiger Zeit muss ich ein bisschen drüber lachen. Und du sollst dafür sorgen, dass vor Ort alles mit rechten Dingen zugeht. Aber auch diese Cutscene, wo man also durch dieses... Eine Bahn von Bagdad nach Stambul. Jetzt halt aber ganz kurz die Klappe. Nein, Klappe halten. Ich wollte gerade sagen, auch mit dieser Katze, wo man so durch... Wo war das denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz suchen. Da war ein Personenbahnhof. Das könnte der hier sein, ne? Ja, es war der hier. Wo man hier die Kamera so hat und dann durch... Genau mittig ist, dass man hier durch dieses Loch schauen kann vom Uhrenturm und es dann immer höher geht. Das sah so richtig schön aus. Also jetzt mal Real Talk. Das sah wirklich gut aus. Jetzt will ich nur noch eine Sache finden. Da ist das hier... Nee, also, das Gebäude ist hier, ja. Aber nee. Gibt es das Gebäude nochmal? Weil ich meine, irgendwo muss doch dieser Thumbnail gemacht worden sein. Von dem gesamten Projekt hier, sage ich mal. Aber von wo bitte? Weil von der Wüstenregion hätte ich gesagt, sie muss hier irgendwo sein. Aber das passt nicht, weil ich will halt meinen Thumbnail von machen, meinen Folgen-Screenshot. Was ich halt nicht kann. Weil die Aussicht war so, aber die Stadt war halt viel näher. Ich glaube, das passt sogar von der Silhouette der Stadt. Die haben die nur einfach reingefotoshoppt, dass das näher aussieht. Ja, okay. Oh, das Gebäude sieht so schön aus. Jetzt mal ganz kurz. Da mache ich einen Screenshot von. Also ich finde das Gebäude richtig schön hier. So. F12. Wo ist meine F12-Taste? Da. So, und jetzt gehen wir die Aufgaben rein. Fangen wir bitte bald da an. Eine Bahn von Bagdad nach Stambul. Erschaffen durch solide deutsche Ingenieurskunst. Damals konnten wir noch Ingenieuren, ne? Ein mutiges Unterfangen. Solange das Projekt noch keine Rendite abwirft, hat der Sultan angeboten, allfällige Verluste mit seinen Steuereinnahmen zu tilgen.
Da hilft man der hiesigen Landwirtschaft doch gern, ihre Erträge zu steigern. Sorge dafür, dass sich die Getreideproduktion erfreulich entwickelt. Damit wird auch die Finanzierung der Bagdadbahn sichergestellt. Freundlicher Sultan, muss man mal so sagen, dass er einfach seine Steuereinnahmen für uns opfert. Okay. Dank deiner logistischen Unterstützung wird die Nahrungsmittelproduktion bald Fahrt aufnehmen. Okay, wir sollen die Lebensmittelfabrik zum Expandieren bringen. Diese hier, um genau zu sein. Hier haben wir Getreide. Jawohl, jetzt kommt eine richtig gute Musik hier. So ist mir das doch lieb. Haha, jawohl, jetzt geht's los. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir sollen hier liefern. Und wir sind 1910, das heißt, ich würde sogar glatt sagen, wir machen das per Straße. Schlichtweg, weil die einfach so nah aneinander sind jeweils. Das lohnt sich halt quasi gar nicht, das nicht per Straße zu machen. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. So. Na komm, wo kriegen wir die? Da kriegen wir das Terminal relativ billig hin. Warte, was? Oh, okay, wir kriegen jetzt schon die erste Bonusaufgabe. Was ist denn los? Oh weh, Sir David Lindsay, deines Landsmanns englischer Mitreisender, hat sich die gefürchtete Aleppo-Beule eingefangen. Auf seiner ohnehin beachtlichen Nase wuchert ein horribles Geschwür. Ein Wüstenkraut verspricht Heilung. Allerdings findet sich das Gewächs nur in ganz bestimmten Höhenlagen. Das ist ein genialer Text, seine ohnehin schon beachtliche Nase. Gefällt mir. So, jetzt können wir nämlich die Höhenmap mal nehmen. Jetzt gucken wir uns nämlich an. Es gibt dicke Linien und dünne Linien. Wir sehen es hier. Die ganz dicken Linien sind 100er Schritte. Ich wollte gerade sagen, das müssten 100 Meter sein. Also bräuchten wir hier 200 Meter. Zwischen 220 und 230 Meter. Also hier. Solche Sträucher hier. Okay, der dritte hat jetzt nicht gezählt, erstaunlicherweise. Obwohl der doch eigentlich genau hier drauf liegt. Welch Ungemach. Der Henry-Stutzen und der Bärentöter sind verschwunden. Spüre die kostbaren Waffen des Karaben, nimm sie auf und bringe sie zurück. Warte, was? Warte, was ist jetzt passiert? Wer ist denn jetzt der Karaben, nimm sie, Effendi? Dein legendärer Landsmann Karaben, nimm sie, kreuzt deine Wege. Welch ein großartiger Zufall. Begleite den furchtlosen Abenteurer und stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Das war das, was ich nicht vorgelesen hatte davor. Und der Sir David Lindsay ist dann der Mitreisende von Kara Benemsi. Okay, den haben wir jetzt geholfen. Und jetzt sind die Waffen von dem zerstört worden. Okay, und die sind wohl in diesem Industriegebäude hier. Oh Schreck, dein getreuer Begleiter Haji Halef Omar wurde von einem wilden Wüstenstamm gefangen genommen. Befreie ihn. Was ist denn hier los? Okay, der Wüstenstamm. LOL. Aber. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen jetzt Nahrung liefern. Okay. Wo ist unsere. Warte mal. Wir können ja gar keine Nahrung hinliefern. Weil hier ist eine rote Linie. Wir können nur da oben bauen und hier unten aktuell. The fuck? Wir können das also gar nicht abschließen, die Mission. Also, weil ich hätte sonst gesagt, das Silber liefern, aber das steht ja nicht in der Aufgabe. Wir sollen ja kein Silber liefern. Außerdem haben wir auch noch gar keine Silbermine. Die wird wahrscheinlich die hier sein, wenn die dann mal irgendwann freigeschaltet wird. Okay, das heißt, wir müssen jetzt sogar... Aber ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt. Von Kara Benemsi Effendi zu Sir David Lindsay zu Henry Stutzen und jetzt zu Haji Alef Omar. Sehr viele Namen in einer Mission. Aber ich glaube, ich habe das richtig verortet. Aber gut, wir können die Mission aktuell noch gar nicht erfüllen. Ja, dann, gut, dann müssen wir uns ja gar keinen Kopf machen hier. Was wir dafür erfüllen können, ist die Mission hier, die Nahrungsproduktion zum Laufen zu bringen. So, wir brauchen doppelt so viel Weizen wie Brot. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, wir brauchen 50 und 117. Ach du Scheiße. Eine Rate von 200 wird hier angestrebt, ganz simpel. Wir haben erst den Cannstatt. Und ich habe gesagt, wir haben schon so krasse Fahrzeuge. Na gut. Ich habe das wohl alles etwas überschätzt, gebe ich zu. Na gut, wir schicken die Leute auf eine neue Linie von da nach da.
Das ist jetzt Getreide Konya. Wahrscheinlich eine ganz neue Benennungsstrategie. So hatte ich es wahrscheinlich noch nie gehabt. So, Raid 81. Na los, los. Okay, das heißt Raid 81. Wenn wir es verdoppeln, wären wir bei 160. Und das müssen wir auch tun. Aber das tun wir noch nicht jetzt. Okay, okay, der Plan steht. Wir brauchen also 25 Fahrzeuge auf der Linie. Gut zu wissen. Und jetzt machen wir eine neue Linie. Von Konya nach hier rein. Brot Konya ist das dann. Wir werden, wie gesagt, mit dieser 200er Raid ungefähr 100 Brot hinkriegen. Zwei Drittel zu ein Drittel, wir brauchen hier so eine 70er Raid. Dann reicht das komplett. So. Wir nehmen einfach mal 5 Fahrzeuge auf Brot Konya. Gucken. Hä? Achso. Hä? Achso, weil ich da ein W eingetippt habe, Alter. Jetzt war ich aber ganz kurz verwirrt. So, 45er Rate ist ein guter Anfang. Wie gesagt, da müssen wir auf 70 hoch und hier müssen wir so Pi mal Daumen auf 30 hoch. So, von hier nach da. Das ist dann Brot Eregli. Brot E. Oder was? E. Okay, jetzt haben wir's. Und da brauchen wir, wie gesagt, nicht ganz so viele Fahrzeuge. Da packe ich erstmal nur so 3 drauf. Man will es ja nicht übertreiben. Auf die Brot-Irigli-Linie. Wir gucken. 36er Raid. Das langt schon komplett. Weil, wie gesagt, dadurch, dass wir 2 Weizen für ein Brot brauchen und hier nur 200 Weizen überhaupt produzieren, können wir nur 100 Brot pro Jahr machen. Und da der Schlüssel ungefähr mehr als 2 Drittel zu weniger als 1 Drittel ist, sind 36 ja schon fast zu viel. Aber gut. Kann ja auch nicht schaden. So. Ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um alle Fahrzeuge zu klonen. Wir müssen ja auf 25 kommen. Und die Fahrzeuge klone ich erst ein bisschen später. Und dann haben wir das auch. Dann müsste hier die Lebensmittelfabrik florieren. Ich finde krass, wie viele Autos hier rumfahren für 1904. Also man muss überlegen, wann sind die ersten Autos gebaut worden? Das weiß ich jetzt spontan gar nicht so genau. Würde ich aber spontan sehr gerne wissen in der Tat. Was, wie hieß denn der erste Modell? Ford T-Serie? Wie hieß der T-Serie? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz googeln. Ford T-Serie. Alles klar, Produktionszeitraum 2013 bis heute. Ich glaube nicht. Ford Modell T. Aha. Das erste, weltweit erste massenweise produzierte Automobil. Es wurde auf Fließbändern hergestellt. Zwischen 1908 und 1927 wurden 15 Millionen Autos gebaut. Bis mehr VW Käfers irgendwann gebaut wurden. Wie viele VW Käfers wurden gebaut? Jetzt aber mal 21,5 Millionen, bis der VW Golf ihn übertraf. 35 Millionen! Crazy. Crazy. Von den ursprünglich 15 Millionen Ford Ts existieren übrigens noch 1% aller gefertigten Modelle. Das heißt, 1,5 Millionen? Nein. 150.000. Das ist extrem viel dafür, dass die Fahrzeuge über 100 Jahre alt sind. Kurzum, die wurden erst 1908 gebaut. Das hier ist kompletter Betrug. Die ganzen Fahrzeuge darf es noch gar nicht geben. Hier, das ist so ein Ford, naja, nicht ganz ein Ford T, aber sehr ähnlich wie ein Ford T. Alles Lugo-Betrug. Ich decke ihn auf. So, was wollen wir jetzt gucken? Wir wollen uns die Raten angucken. Also, wir brauchen auf, da, guck mal, der ist einer zu viel eigentlich. Wir behalten ihn jetzt trotzdem da drauf. Hier brauchen wir so einen 70er Raid, das heißt nochmal so 3 Fahrzeuge mehr. 1, 2, 3 klonen wir. Hier brauchen wir nochmal 5 Fahrzeuge mehr. Fahrzeuge verwalten. 1, 2, 3, 4, 5. Klonen wir. So, damit sind die Linien komplett. Und mit diesem kleinen Wissen über die Ford Model T-Serie, würde ich sagen, haben wir doch auch mal unseren Bildungsauftrag für die heutige Episode abgehakt. Ist das nicht perfekt? Mal gucken, ob wir ein Ford Model T finden hier. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das da könnte einer sein. Das könnte actually einer sein. Bist du ein Ford Model T? Ich glaube, du bist einer. Obwohl? Ich weiß nicht, ob dieser überdimensionale Rückspiegel so viel Sinn macht. Nee, das ist kein Ford Model T überhaupt. Doch! Der könnte das sein. Ford T Runabout. Von 1915. Der hat hinten genau diese Kiste dran. Der Ford T Runabout von 1925 hat die Kiste auch dran. Da sieht es immer moderner aus. Der wird es also nicht sein. Also es ist ein Ford T Runabout. Leute, ist das nicht krass? Ein Ford T Runabout in der Bauserie von ungefähr 1915. Also ist das Viech ungefähr 127 Jahre alt. Das ist ein erster Weltkriegsproduktionsding. Interessant. Das dürfte auch ein Runabout sein. Okay, die haben alle diese Modelle hier. Das ist also der Ford T, den es damals gab. Das Auto gab es natürlich damals noch nicht. Das sieht aus wie ein Jaguar. Das sieht wirklich aus wie ein Jaguar.
Muss man mal so sagen. Dann sage ich sogar so stark, dass ich jetzt mal kurz Jaguar suche. Jaguar. Der Jaguar ist eine Familie der Katzen. Nein, anderer Jaguar. Jaguar Auto. Ja, Jaguar Cars, das klingt gut. Nein, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt habe ich nochmal den Jaguar aufgerufen. hier, Jaguar. Wie sehen so die ersten Jaguars aus? Vielleicht war es doch nicht der. Vielleicht ist es doch kein Jaguar gewesen, den wir da gesehen haben. Mysteriös. Aber die alten Jaguars sahen schon schick aus. Na gut. Will jetzt hier nicht das Autogame so sehr bedienen, weil es ist nicht mein Spezialgebiet. Wir müssen die Lebensmittelfabrik vergrößern. So. Ja, ne? Vergrößere ich mal Lebensmittelfabrik. Wir liefern hier doch schon an. Wir liefern immer und immer mehr Weizen an. Mehr als 100 kann die Fabrik auch gar nicht verarbeiten aktuell. Ach so, ein 1 von 2 bezieht sich einfach nur darauf, dass ich auf Level 2 muss. Und ich bin aktuell auf Level 1, es gibt Level 2, 3 und 4. Okay, das ergibt erstaunlich viel Sinn. Eine kleine Story, die ich noch erzählen kann, vielleicht weshalb ich heute auch etwas verplant klingen mag. Es liegt daran, Entschuldigung, muss etwas gähnen. Gerade, dass es 9 auf 42 ist, was an sich nicht so krass ist. Das Problem ist nur daran, im Rahmen meiner Ausbildung, habe ich halt eine Woche Auswärtsschulung, in dem Fall in Gotha, um es genau zu spezifizieren. Und das ist halt heute Montag und heute um 12 Uhr fährt man die CE. Und mir ist eventuell heute Morgen so eingefahren, ach warte mal, dir fehlt ja noch eine Folge Transportfieber. Dementsprechend, ey, Koffer noch nicht gepackt, nichts vorbereitet, aber Transportfieber muss aufgenommen werden. Dementsprechend habe ich jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwann anders zu machen. Ich werde jetzt logischerweise auch nur eine einzige Folge aufnehmen, die dann direkt hochladen. Wer das Video hochlädt, alles packen. Und wenn ich Glück habe, klappt das. Ja, das sollte klappen, der Upload. Ich habe eine Stunde für den Upload. Ich nehme allerdings in 15.000 Kilobits auf diesmal. Das ist jetzt erstmal keine große Zahl, aber hat man ja in der letzten Folge gemerkt, bei der Mitfahrt, die ja komplett verpixelt war, die war in 6.000 Kilobits versehentlich aufgenommen. Dadurch ist jetzt halt auch die Qualität ungefähr 2,5 Mal besser. Also von sehr schlecht zu wahrscheinlich akzeptabel. Mehr wird es jetzt nicht sein. Ich habe auch meinen Task Manager offen. Ich gucke mir auch hier die Zahlen die ganze Zeit an. Schlichtweg, um zu sehen, wie die Dings funktioniert. Was ist das für eine Aussage? Schlichtweg, um zu sehen, wie stark mein CPU ausgelastet ist, wegen dem Encoder. Und ich sehe halt gerade, ich könnte noch ein bisschen höher gehen. So, das heißt, vielleicht mache ich sogar nächste Folge, gehe ich auf 25.000 Kilobits hoch, mache halt die Qualität nochmal ein bisschen besser, ne? Dementsprechend kann man es ja mal machen. Kurzum, es dürfte dadurch, dass die Qualität zumindest ein bisschen besser ist, auch 2,5 Mal so lang zum Hochladen auch dauern. Normalerweise dauert das so 12, 13 Minuten, dann machst du halt mal locker eine halbe Stunde draus und dann will das noch bearbeiten. Gut, das kannst du auch machen, wenn der PC aus ist, das ist relativ angenehm an YouTube. Aber trotzdem, so, ich baue hier schon mal das ein, weil ich denke, wir werden bald eine zweite LKW-Linie eröffnen müssen. Jetzt noch nicht, weil die Anzahl des Getreides, welche sich im Lager befindet, sich noch konstant hält. Niemand kann mir versichern, dass das auch auf Dauer noch der Fall sein wird. Dementsprechend baue ich hier schon mal so ein Terminal rein. Einfach für den Fall der Fälle. Und ich will die Mission jetzt eigentlich heute auch noch zu Ende kriegen. Und ich sehe, wir sind über 18 Minuten und wir machen jetzt mal vierfach Speed rein, weil hier passiert mir gerade entschieden zu wenig. Also ja, die Zahl wächst langsam und sicher. Aber die könnte schneller wachsen, die Zahl. Und ich glaube, dann wird es auch nicht reichen, um meine Zulieferung. In der Theorie sollte sie reichen, aber Theorie und Praxis unterscheiden sich gerne mal. Getreide, Konya 2. Wir gucken nochmal. Es hält sich. Nein, es hält sich. Wir müssen noch keine zweite Linie eröffnen. Dann machen wir das jetzt auch noch gar nicht. Dann halten wir das erstmal so, wie es ist. Weil dann müssen wir hier auch wieder eine 200er Raid draufklatschen. Warum eigentlich nicht? Das ist mal Real Talk. Warum eigentlich nicht, Leute? Warum eigentlich nicht? Wir nehmen jetzt mal 20 Fahrzeuge. Na komm, ich will da reintippen. 20. Auf die Linie. Haben wir jetzt einen 162er Raid. Das wird sich natürlich noch ein bisschen einpendeln. Dann kann ich auch hier gleich die Fahrzeuge klonen. Zumindest zwei Stück davon. Mit 5 Fahrzeugen sollten wir jetzt hier eindeutig genug haben für die gesamte Linie. Und hier werden auch einige geklont. Fahrzeuge verwalten. 8 Fahrzeuge drauf. Klonen nur mal 6 davon. Sollte auch lang. So, ich meine, hier kommt ja gerade ein ganz schöner Schwall an Fahrzeugen raus. Darf man nicht vergessen. So, wann levelst du jetzt endlich mal auf, Lebensmittelfabrik? Und jetzt sieht man auch, es wird kleiner, das Getreide im Lager. Dementsprechend ist es jetzt sogar wichtig, dass wir die zweite Linie auch eröffnen. Okay, jetzt wird die Menge gerade wieder größer, gerade wo ich es anspreche. Ich merke schon, funktioniert sehr gut. Achso, der Transport muss natürlich auch hochgehen. Ah, ich verstehe, der Transport muss natürlich auch hochgehen.
Weil der ist bei 100% eigentlich. Warum ist er dann bei 65 erst? Ach so, weil natürlich noch ganz viel in den LKWs selbst hängt und dadurch noch nicht angekommen ist. Weil dieses Brot... Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel jetzt. So. Dieses Brot hier wurde ja schon versendet, aber ist noch nicht angekommen. Dementsprechend zählt es zu diesen fehlenden 24%. Bei jetzt hingegen levelt die Fabrik ab, okay. Das dürfte jetzt so in dem Speed noch eine Minute dauern vielleicht. Und dann ist die Fabrik oben. Dann haben wir die erste Mission abgeschlossen. Und dann würden wir uns der nächsten widmen. Und ich würde aber einfach sagen, an dieser Stelle ist ein guter Moment, um zu cutten, dass wir schön am Anfang der nächsten Folge die nächste Mission vorlesen lassen können. Die Mission, wie gesagt, die haben wir de facto fertig. Das heißt, ich speichere jetzt das Spiel mal als Kampagne Folge 22. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, bevor ich speichere, ob das überhaupt richtig ist. Ja gut, den Wikipedia-Artikel zu Jaguar brauche ich jetzt nicht mehr, Leute. Transport für Folge 21, also ist das hier Folge 22. Meine Güte, Schnapszahl! Darauf würde ich erstmal sagen, Prost, Neujahr, Leute. Bis zur nächsten Folge, habt noch eine wunderschöne, gute Zeit. Schaut doch unten in der Beschreibung vorbei, da ist jetzt ein Upload-Plan verlinkt. Der ist jetzt mittlerweile sogar aktuell. Einfach um kurz einen kleinen Weg daraus zu zitieren. Transport Viva, also die Kampagne, kommt jeden Dienstag und Freitag. Am Donnerstag werdet ihr eine Folge Railroad sehen. Aktuell jeden Sonntag eine Runde Age Empires Cast, wo ich eins von Dave's Games caste. Das bleibt wahrscheinlich nicht so Ewigkeiten bestehen, weil ich jetzt nicht der allergrößte Age of Empires Freak bin, dementsprechend das selber spielen bin ich zu scheiße für. Aber zumindest für die aktuelle Zeit macht es mir extrem viel Spaß, dementsprechend macht euch darauf gefasst, dass es da mindestens 6-7 Wochen von oder ein paar Wochen, ich sag einfach ein paar Wochen, Content geben wird. Und alle anderen Videos, die bisher mal alle 2 Tage im Wechsel kamen, werden sich jetzt auf den Samstags-Slot einfinden. Direkt morgen wird eine Folge Bus Driver kommen, meiner Meinung nach eine ziemlich legendäre Folge Bus Driver. Insofern wünsche ich da auch schon eigentlich fast schon viel Spaß im Vorhinein. Und was für die nächsten Wochen kommt, diese Raker-Simulator, Risiko, Omsi, Bus Driver, irgendwelche weiteren Projekte. Aber da steht auch alles im Upload-Plan. Ich habe jetzt kurz den Browser geöffnet und mir die Tabelle vorgenommen und vorgelesen. Ist jetzt nicht so, dass ich mir einen krassen Plan hier gemacht habe. Das kann man alles einsehen. Bis zur nächsten Folge. Habt noch eine wunderschöne, gute Zeit. Tschaußen!